Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute die Filteranlage von Bruno. Die Filteranlage, die ihm so in der Größe verkauft wurde für einen 40.000 Liter Teich. Jetzt betrachten wir uns erstmal die Filterkammer. Die hat 1 Meter circa auf 2 Meter und nochmal 1 Meter tief. Also haben wir 2 Kubikmeter gesamt potenzielles Filtervolumen, das man natürlich mit so einem Kompaktfilter nur bedingt ausnutzen kann, weil man braucht ja noch den ganzen Platz für die Anschlüsse. Wenn wir uns jetzt mal zugrunde legen, dass wir eigentlich 10% vom Teichvolumen als Biovolumen empfehlen, dann ist hier schon mal allein das gesamtpotenzielle Filtervolumen da um die Hälfte kleiner. Also kurzum, ohne da groß zu analysieren, kann das nicht funktionieren. Und genau so hat sich es auch in der Praxis nachher gezeigt. Bruno hat die Filteranlage in Betrieb genommen. Es geht hier um einen SmartPond Endlosbandfilter mit hier noch integrierter Biologie. Und in der Biologie sind dann auch noch die Pumpen untergebracht, die sind nass aufgestellt und von dort aus ging es dann zurück in den Teich. Und wir haben es im Blog zum Teich schon gesagt, diese Filteranlage, dieses Setup hat es Bruno nicht erlaubt, seine Fütterung über 200 Gramm hochzufahren. Und selbst bei 200 Gramm waren abends und auch nach ausreichend langer Einlaufzeit des Filters waren abends immer noch zwischen 0,5 und 0,8 Milligramm Nitrit im Wasser. Also da lag alles im Argen. Zudem, sagte er, haben die Pumpen permanent die Helix, die Füllkörper angezogen, sodass die Pumpen auch nicht richtig Leistung gebracht haben. Die Pumpen haben eine Bruttopumpenleistung zusammen von 36.000 Liter. Das sollte man meinen, man kriegt dann am Schluss 18.000 Liter raus. Das hat er auch nicht geschafft. Die Wasserqualität war eine Katastrophe. Die Algen sind gewachsen ohne Ende, auch wenn das hier vielleicht nicht in direktem Zusammenhang steht. Und dann war er völlig verzweifelt und hat sich dann an Philipp Bucher von der Koi Lounge Zürich gewandt. Und der hat seinen Freund Michael Rupp von Genesis dann wieder kontaktiert. Und dann hat man hier ein Konzept, ein neues gemacht. Man hat auch von Anfang an gesagt, so wie das jetzt hier alles verbaut ist und eingebaut ist und im Prinzip hier auch mit betonierten Wänden gemacht wurde, das packen wir gar nicht an, sondern wir gehen her und sagen, wir machen einen Biofilter im Bypass. Ich bin zwar immer der Überzeugung, dass es wird wirklich nur dann richtig gut, wenn man an allen Stellrädchen dreht. Sie wissen, was ich damit meine, dass man, wenn man die Biofilter das Biofiltervolumen erhöht, dass man dann auch gleichzeitig die Umlaufgeschwindigkeit, die Wasseraustauschrate erhöht, dann wird es ein perfektes Ergebnis. Hier haben wir einen Sonderfall mit seither 150 Liter Helix, die wahrscheinlich noch nicht mal richtig angeströmt wurden, kann man eigentlich sagen, war hier überhaupt keine wirkliche Biofiltration am Laufen. Und darum ist auch das Ergebnis, was man jetzt hatte, indem man hier nochmal eine zusätzliche Pumpe reingelegt hat, dann da hinten in die Gartenhütte pumpt, dort über eine große Biologie geht und wieder zurück in die Kammer, hat man dem Teich eigentlich erstmal eine Biologie gegeben. Und man tauscht hier circa, ich schätze mal, 12.000 bis 15.000 Liter sind es, die zur Biologie gepumpt werden und dann auch hier wieder zurückkommen. Dann haben wir jetzt ein System, der Biofilter hat, ich zeige Ihnen gleich, hat 4 Kubik, der Teich hat 40.000 Liter. Jetzt haben wir 10% Biofiltervolumen vom Teichvolumen. Jetzt sehen wir auch noch, wie der Filter gespült wird. Und das bei einer Umlaufzeit von alle 2 Stunden einmal. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wenn sich jetzt in den nächsten Jahren irgendwann mal wieder aufgrund wachsender Fische, aufgrund eines höheren Futtereintrags, sollten sich jetzt die Wasserwerte nochmals verschlechtern, dann muss man in der Tat darüber nachdenken, dass der Filter, man hat ja hier Platz, dass der vielleicht vergrößert werden muss, dass ein Filter nachher reinkommt, der vielleicht die 40.000 Liter in der Stunde schafft. Die Biologie dazu hat man. Und dass man dann einfach ein anderes System macht, dass man sagt, hier eine große mechanische Filtration, dann 40.000 Liter rüber zum Filter und von dem dann aus direkt in den Teich. Heute ist, wie gesagt, ein Bypass. Von dem Filter wird es rüber gepumpt, geht in den Filter zurück und dann zurück in den Teich. Ist auch eine zusätzliche Pumpenleistung, zusätzliche Kosten, die es auch nicht braucht. Aber in dem Fall jetzt, beim jetzigen Fischbestand, beim jetzigen Futtereintrag, war das natürlich die einfachere, die günstigere und vor allem auch die am schnellsten zu realisierende Möglichkeit. So, jetzt zeige ich Ihnen mal, was hier verbrochen wurde. Also hier kommen 2 Bodenabläufe, 1 Skimmer rein. Hier haben wir den Endlosbandfilter und wie gesagt, möchte ich immer betonen, ist ein SmartPond-Produkt. Alle Kunden, die ich kenne mit SmartPond-Endlosbandfilter, sind mit dem Filter super zufrieden. Und das ist immer nur die Frage, wo wird er wann, wie eingesetzt, bei welcher Teichgröße. Und das Endlosband kann nichts dafür, das 150 Liter Helix, was hier normalerweise drin lag, dass das nicht in der Lage ist, hier hunderte von Gramm Futter am Tag zu verstoffwechseln,
zu nitrifizieren. Das muss ich Ihnen wahrscheinlich, wenn Sie Modern Koi schauen, ohnehin nicht sagen. Hier vielleicht der erste kleine Punkt, der sich eventuell mal rächen könnte. Die Luftpumpe wurde ohne Rückschlagventil angeschlossen, geht hier erstmal im Sack nach unten, drückt dann nach oben und dann nach hinten zur Belüftung. Auch hier wird sich Kondenswasser im Schlauch im Winter bilden. Wenn es einmal richtig kalt wird, könnte das auch eingefrieren. Also Pumpe, wenn man die ganz nach oben macht, wenn man also hier jetzt nochmal irgendein Zwischenregal macht, oder man hat ja da ein Regal, wenn man das nach oben setzt, dass die Luftpumpe im Prinzip genau mit der Oberkante, Unterkante, mit der Oberkante, auch hier Oberkante vom Deck ist, dann steht sie oberhalb der Wasserlinie, so viel Luft ist hier, und dann den Schlauch mit einem Gefälle rüber zum Teich. Der Schlauch liegt eh noch provisorisch, also das müsste kein Problem sein, dann wird auch immer das Kondenswasser zum Teich direkt zurückgepumpt. So, und jetzt zeige ich Ihnen, für welchen Umbau man sich entschieden hat. Das war früher ein Hundezwinger. Und hier rennt wirklich so ein ganz kleiner Fellhaufen rum. Dann habe ich gefragt, was, der kleine Hund in den Zwinger? Dann sagt er, nee, er hat früher noch mal ganz andere Hunde gehabt. So, und das ist, was ich immer wieder beobachte, wenn die Leute dann einmal im Prinzip enttäuscht waren von dem, was man ihnen verkauft hat, und sie machen es dann nochmal, dann machen sie es gleich richtig. Zu der seitherigen 150 Watt UV-Bestrahlung ist jetzt hier nochmal eine Evo Blue Light im absolut genialen PE-Behälter gekommen. 150 Watt, hier unten die Evo Blue Stream Control, die aber auf maximaler Leistung läuft. Und da können wir davon ausgehen, dass die bei dem bisschen Höhenunterschied und dem kurzen Rohrleitungsweg, dass die tatsächlich dann auch ihre 15.000 Liter bringt. Und wenn ich es jetzt mal vergleiche mit den 12.000, die bei uns in dem Becken oben rauskommen, dann sind 15.000 hier absolut realistisch. Dann haben wir hier die Verrieslerplatte. Wenn man es hier hochhebt, dann sieht man auch schön. So, und wenn Sie mal hier schauen, das Filtermaterial ist auch richtig bewachsen mit Bakterien. Übrigens ein Zustand, den man auch nur dann sieht, wenn das Filtermaterial statisch ist. Egal, ob es durchrieselt wird oder ob es geflutet eingesetzt wird. Also so gut besiedeltes Material wie einen stehenden Filter kenne ich von den bewegten Filtern auch nicht. Und da kann ich Ihnen versprechen, genau dieser Biorasen, dieser Biofilm, wie Sie ihn hier sehen, der hat meines Erachtens die höchste Abbauleistung und ist nicht mit dem leichten, ganz dünnen Film, den man so in Grau- oder Brauntönen auf dem Material sieht, zu vergleichen. So, Bruno hat sich dann auch gleich für eine professionelle Isolation für den Winter entschlossen, weil er kann ja den Filter nicht abschalten. Nicht wie jetzt ein normaler Rieselfilter, der irgendwie neben dem Haus steht, den man dann über den Winter ausmacht. Also wir haben innen dickwandig den Behälter an sich. Der hält das Ganze statisch. Dann hat man eine, schätze mal, 15 cm Styrodur-Isolation und außen nochmal eine ganz dünne Haut von PE, einfach damit es sauber und ordentlich aussieht. Also so kennen wir das von Genesis. So sieht das super aus. Und vor allem, wenn man sich Genesis-Material anschaut, schon mal allein die PE-Behälter für die UVC-Lampen, wenn die auf dem Boden liegen, da können sie drüber laufen, da können sie auch hier drüber laufen. Das ist einfach robust und für den Einsatz am Teich geeignet. Und hier unten haben wir dann auch noch die Rückleitung, von wo aus dann das Wasser zurück in die Pumpenkammer fließt. Also wir haben ein 63er Rohr, wo es ankommt, wo die Pumpe ansaugt, durch die UV-Lampe hoch in den Filter drückt und dann ein 100er Rohr, wo das Ganze wieder zurückfließt. So, der Filter läuft wie gesagt im Bypass und Bruno hat gesagt, es hat seit 2 Monaten läuft es. Die Wasserklarheit hat sich aufgrund der Filterinstallation innerhalb von wenigen Tagen deutlich verbessert. Er hat gesagt, das Wasser wurde doppelt so klar. Und ich kann ihm auch versprechen, das wird noch sehr viel klarer. Das ist immer wieder der gleiche Effekt. Das heißt, wir haben ein stehendes Filtermaterial. Dort kommt der Schmutz, der vom Endlosband, Trommelfilter, Papierfilter nicht zurückgehalten wird, kommt dort rein, sedimentiert dort und wird von Bakterien abgebaut. Ein Effekt, den man, wie gesagt, im bewegten Material nicht so hat. Das war der eine Effekt, der zu der größeren Wasserklarheit beigetragen hat. Der andere Effekt, ganz klar, wenn die Pumpen seither permanent mit Helix-Filtermaterial zugesetzt wurden und nicht mehr richtig ansaugen konnten, ist jetzt natürlich insgesamt die Wasserumwälzung auch nochmals eine andere.
Seine Futtermenge hat er verdoppelt jetzt auf 450 Gramm. Wohlgemerkt beim Filter, der erst seit 2 Monaten läuft. Und die 450 Gramm werden nicht so gut verstoffwechselt von den Bakterien, dass das Nitrit abends gerade mal noch bei 0,1 ist. Und ich bin mir sicher, bei der Filtergröße und bei der Wasseraustauschrate von alle 2 Stunden einmal kann man die Anlage mit Sicherheit bis zu einer Futtermenge von 1 Kilo am Tag problemlos belasten. Und wenn es darüber hinausgeht und die Wasserwerte sollten sich dann verschlechtern oder die Wasserklarheit kann sich dann auch verschlechtern, klar, der ganze Kot, aber auch das Ammonium muss natürlich möglichst schnell zum Filter abtransportiert werden, dann sollte man irgendwann vielleicht mal noch gucken, ob man hier an der Hydraulik nochmal insofern was verändern kann, dass man nahe einmal einen Wasseraustausch pro Stunde kommt. So, auch wieder eine interessante Anlage, wo es einiges zu berichten gab. Vor allem mal ein Erfahrungsbericht, was es hilft und was das Ergebnis ist, wenn man den Biofilter im Bypass schaltet und erstmal die Wasseraustauschrate in Ruhe lässt. So, in diesem Sinne vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie mal wieder nichts anderes zu tun haben, schalten Sie mal wieder rein. Machen Sie es gut und bis die Tage.